Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Deutschen Mitte. Wir sprechen über vier Themen heute. Und das erste ist das Verhältnis zu Russland, insbesondere das amerikanische Verhältnis zu Russland. Die amerikanische Regierung hat jetzt nachgelegt. Man eskaliert ja. Das Finanzkartell möchte es so und Donald Trump ist zu schwach, um sich zu wehren. Was bedeutet das? Das Generalkonsulat in San Francisco, das eine uralte, gute Tradition hat, muss geschlossen werden. Zwei weitere Wirtschaftsbüros in New York und Washington müssen schließen. Und die NATO debattiert jetzt ausgerechnet über eine atomare Nachrüstung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Schließungen von russischen Büros in den USA, wem schaden die, kann man klar sagen, den Bevölkerungen. Man könnte jetzt auch sagen, ist den Kartellen doch wurscht, die wollen ja ganz was anderes. Aber wir sind ja auch noch da, nicht? Wir sollten und dürfen ja auch sagen, was Sache ist. Und was Sache ist, ist dies. Nur wenn wir uns alle miteinander um gute Beziehungen bemühen, wird das vernünftig werden auf diesem Globus. Und diejenigen, die das nicht wollen, die sich außerhalb der menschlichen und der natürlichen Ordnung stellen, die gehören gefeuert, Herr Trump. So wird da ein Schuh draus. Und Frau Merkel, wenn Sie da nicht als Deutsche, als Mitteleuropäerin eindeutig gegensteuern, dann feuern wir Sie gleich mit. Wir brauchen Sie nicht. Was wir brauchen, sind die guten Beziehungen zu allen unseren Nachbarn, ob das nun Franzosen sind oder Polen oder Russen. Und das lassen wir auch nicht aufteilen und auch nicht gegeneinander ausspielen. Deutschland ist die große Mittelmacht in Europa. Wenn wir den Frieden nicht nach Europa bringen, müssen wir nicht warten darauf, dass andere das vielleicht für uns tun. Das ist ja gar keine Frage. Zweites Thema. Es wird in Deutschland vor dieser Bundestagswahl genau ein großes Fernsehduell geben. Teilnehmer sind die sogenannten Spitzenkandidaten. Ich meine, ich weiß nicht, was das für eine Spitze ist. Spitze der Korruption, Spitze der Dummheit, Spitze im Unsinn, Spitze im Missmanagement oder Spitze im Terrormanagement. Was brauchen wir diese Spitzenkandidaten? Aber gut, sie diskutieren und sie diskutieren, wie das in einer Diktatur üblich ist. Ohne Publikum, da könnte ja einer was dazwischen schreien, was nicht erlaubt ist. Und sie diskutieren ohne Freiheit der sogenannten Moderatoren. Nun, diese Moderatoren sind ja sowieso schon längst gleichgeschaltet. Aber könnte ihnen ja noch ein Tüttelchen einfallen, der dann schon dem Kanzleramt missfällt, hat Frau Merkel ausgeschlossen. Die müssen ein Programm abfahren, das sie vermutlich im Kanzleramt locker probt. Stunde um Stunde um Stunde. Jämmerlich ist das, wenn eine öffentlich-rechtliche Anstalt sich für so eine blöde Show hergibt. Was sind das? Mikrofonhinhalter? Kameraveranstalter? Dann sagt man einfach nein. Bleib zu Hause, Merkel. Wir brauchen dich nicht. Wir brauchen auch deinen kleinen Lumpi nicht, ja, den anderen da. Nicht sinnvoll. Hilft den Zuschauern nicht. Verschwendung von Gebühren. Machen die ja gewohnheitsmäßig. Verschwenden auch unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit und verschwenden Platz in unseren Hirnen. Brauchen wir nicht, aber dies ist wirklich peinlich. Öffentlich peinlich. Das nächste Thema ist eigentlich genauso peinlich. Auf diesem Erdboden wird ein Volk seit vielen Jahrzehnten blutig unterdrückt. Beobachter sprechen von Genozid. Ich spreche von den Rohingyas in Myanmar. Ich spreche von Burma. Ich spreche von einem Volksstamm, der über 80-90% Muslime hat, ein paar Buddhisten. Ich spreche von Menschen, die in Konzentrationslagern leben, in abgeriegelten Gebieten, ohne Zugang zu Jobs, zu medizinischer Hilfe, zu irgendeiner Form geregelter Versorgung. Sie müssen von Müll leben. Sie sind zu Hunderten, Tausenden auf der Flucht nach Bangladesch und anderswohin. Sie leben in einem dünnen Streifen an der Küste des Golfs von Bengalen in West-Burma oder Myanmar. Und sie werden ekelhaft unterdrückt mit Massenvergewaltigungen, mit Erschießungen. Die sterben dann und werden in den Fluss geschmissen und treiben da flussabwärts und werden dann gefunden. Ist das peinlich? In Myanmar herrschen immer noch die Militärs.
Obwohl die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi inzwischen Regierungschefin ist seit über einem Jahr. Was passiert da eigentlich, was so wichtig ist, dass die ganze Welt ostentativ weggucken muss? Insbesondere die Westliche, die sonst immer schreit, wenn der böse Herr Putin sein armes russisches Volk unterdrückt. Ich weiß nicht, ob wir an unseren Lügen irgendwann nochmal ersticken werden und an unserer Bigotterie, unserer widerlichen Heuchelei. Wie lange soll das noch dauern? Wie viel 20, zig Jahre wollen wir denn noch zugucken, wie dieses Volk stirbt? Ein Viertel aller Kinder erlebt das fünfte Lebensjahr nicht. So geht's nicht weiter, nicht wahr? Wir müssen einfach mal anfangen mit ehrlicher Politik. Wir haben alle Platz auf diesem Erdboden und es gehört sich so, dass wir aufeinander achten. Und hier muss das irgendwann mal einsetzen. Ich vermisse einen Aufschrei, um das klar zu sagen. Dies ist vielleicht der Beginn davon, das würde mich freuen. Das letzte Thema ist nicht so erfreulich. Ist eigentlich fast ein Witz, wenn man das sagt, angesichts dieses Leidens. Aber das ist der Zustand der Opposition in Deutschland. Freunde sehen das so, russische Freunde vor allen Dingen. Wenn Deutsche einen guten Job haben und machen gutes Geld, halten sie die Klappe. Die richtig beredten Oppositionellen, das sind die, die außerhalb des Systems stehen. Sonst kriegt man keine wahrhaftigen Töne. Und diese Opposition ist so jämmerlich zerstritten, entlang so jämmerlich lächerlicher Linien, dass sie gar nicht ernst zu nehmen ist politisch. Das bedauern die. Die hätten von Deutschland, von den Deutschen mehr erwartet, auch von dieser deutschen Systemopposition. Und tatsächlich, das ist ein Zustand des Kindergartens, das ist furchtbar. Ein paar kämpfen und ein paar andere quatschen. Und die Quatscher schaden noch denen, die kämpfen. Das ist schon toll. Ja? Ich hoffe, bis zum 24. September gibt es noch den einen oder anderen, der das begreift und der endlich richtig loslegt. Denn ich habe noch nie gelesen in der Geschichte und ich befasse mich damit, seit ich 9 Jahre alt bin, seit 51 Jahren, dass irgendeine Opposition ein mieses System weggequatscht habe. Also wird es Zeit, dass wir anfangen zu handeln. Einheitlich, gemeinsam zu handeln und aufzuhören mit dem dummen Gerede übereinander, wo es doch darum geht, dass wir die Regierung gemeinsam bekämpfen, dachte ich. Aber vielleicht ist ja besser, wenn ein paar Quatscher einfach auch draußen bleiben, weil die auch noch das Handeln versauen würden, das ja ein paar immerhin ganz gut hinkriegen. Wir zum Beispiel. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei unseren hervorragenden Aktivisten. Vielen hundert an der Zahl. Tag und Nacht kleben sie Plakate. Sie treffen sich, sie machen Stände, sie legen Bodenzeitungen aus, die Menschen scharen sich darum. Sie werden in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl überall auftreten, Reden halten, Infostände machen. Das macht Spaß, ihr Lieben. Herzlichen Dank. Und natürlich auch einen fetten Dank an unsere großzügigen Unterstützer, die gerade in den letzten Tagen wieder gezeigt haben, wo der Hammer hängt. Ganz herzlichen Dank. So macht Kampf Spaß. Alles Gute, wo immer ihr seid.